Im Rahmen des P-Seminars Geschichte des Reuchlingen-Gymnasiums Ingolstadt haben SchülerInnen sich mit dem Thema ehemalige jüdische Schüler vor 1938 an ihrer Schule befasst. Wir haben die SchülerInnen nach ihren Beweggründen befragt. Also ganz am Anfang ist natürlich wichtig, dass wir ja diese Erinnerung aufrechterhalten, was in der Vergangenheit passiert ist und einfach auch unsere Schulgeschichte immer im Blick haben, auch was während dem Nationalsozialismus passiert ist und dass wir auch aus der Geschichte ja einfach gemeinsam lernen können und unsere Schulgeschichte auch nicht vergessen. Die Ergebnisse der Recherche wurden am 14. Oktober 2020 in einer Ausstellung mit dem Titel Jüdische Schüler am Reuchlingen-Gymnasium Ingolstadt präsentiert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Ausstellung Jüdische Schüler auf dem Reuchlingen-Gymnasium, die eigentlich schon hätte im letzten Schuljahr stattfinden müssen, Corona-bedingt aber auf heute verschoben wurde. Die heutige Veranstaltung ist eine Mahnung, aber vor allem ist sie eine Erinnerung. Doch ist es nicht mehr nur ein Einzelner, an den wir uns erinnern werden, Josef Gunzenhäuser nämlich, sondern es sind dieses Mal viele. Es sind genauer gesagt 12 ehemalige Schüler jüdischen Glaubens, die das Reuchlingen von 1900 bis 1945 besucht haben. Und nicht nur die Schülerschicksale sind es, mit denen sich unser P-Seminar beschäftigt hat und die heute gewürdigt werden. Nein, es sind auch ihre Eltern und auch an ihre Nachkommen werden wir uns heute erinnern. Für den von den Nationalsozialisten ermordeten ehemaligen jüdischen Schüler Josef Gunzenhäuser haben die SchülerInnen ein Erinnerungszeichen bei der Stadt München beantragt. Ganz herzlich begrüße ich die SchülerInnen. Am 8. Juli 2021 wurde das Erinnerungszeichen in der Elisabethstraße in Anwesenheit von vielen Ehrengästen übergeben. Dadurch, dass auch die rechte Szene in Deutschland immer mehr an so Bedeutung gewinnt oder eben immer größer wird, es ist eben wichtig, dass sich wieder Geschichte nicht wiederholt. Ja, auch einfach, dass unsere Schule das anbietet und dass wir so die Möglichkeit haben, als Schüler uns irgendwie daran zu beteiligen und zu sagen, auch irgendwo so einen Schritt in Richtung Antisemitismus und Antirassismus und einfach Toleranz und Courage an der Schule zu haben, ist einfach eine gute Sache, finde ich. Ich habe jetzt keinen persönlichen Bezug, dass ich jetzt irgendwie die jüdische Religion hätte oder sowas in der Art. Aber unser persönlicher Bezug ist natürlich, dass diese Schüler auf unserer Schule waren und quasi die gleichen Schritte wie wir gegangen sind. Und deswegen haben wir alle einen persönlichen Bezug dazu.